Sonntag gegen Hamburg so eine Leistung abrufen? Gegen einen Gegner, ja, der zweimal unentschieden jetzt gespielt hat, sicherlich auch verbessert gewesen ist, aber auch bei denen läuft nicht alles rund. Und auch sie werden empfänglich sein, wenn es gewisse Situationen in einem Spiel gibt. Aber das ist ein völlig normaler Vorgang. Ich denke, es ist nach wie vor eine gute Bundesliga-Mannschaft, wo man einfach auch nicht unterschätzen darf. Der Tabellenstand oder der Punktestand täuscht ein bisschen. Die haben nach wie vor natürlich eine hohe Qualität, vor allem auch in der Offensive. Und da müssen wir schon aufpassen. Die Außen sind schon pfeilschnell. Aber ich denke, wenn wir uns da gut vorbereiten, brauchen wir uns vor nichts zu verstecken. Dann geht es am Sonntag los, da sind wir hoffentlich gut gewappnet und wir müssen halt versuchen, den Kampf anzunehmen dort. Es wird ein sehr, sehr besonderes Spiel auch für die ganze Mannschaft, weil die Atmosphäre dort sehr anders ist als in den anderen Stadien. Da wird jeder Zweikampf, der positiv ausgeht für die Darmstädter, wird da frenetisch gefeiert wie ein Tor. Und es wird eine komische Stimmung da sein, aber wir müssen uns mit allem dagegen werfen und einfach den Kampf annehmen. Ja. Ansonsten wird es wichtig sein, nach 4 Spielen, die wir nicht gewonnen haben in der Bundesliga, wo wir auch nicht gepunktet haben, dass die Spieler immer ihre Köpfe oben behalten. Das wird für uns das Fundament sein, dass wir, und das haben wir, immer noch eine sehr, sehr gute Stimmung, auch im Training, die Spieler diese nötige Lockerheit trotzdem mitbringen, was auch wichtig ist für uns. Wir werden auch am Sonntag wieder absolut in den Kampfmodus schalten müssen.